Ich höre im Hintergrund schon die Sirene, jetzt ging gerade die Hupe, der erste Start ging gerade los. Ich bin viel zu spät beim Rennen in Elsnig. Hab mein Moped ausgepackt, was schon seit fast einem Jahr nicht gefahren ist. Ich bin selber damit wirklich seit 2 Jahren nicht gefahren, also nur mal einen Weg hoch und runter. Und habe mich heute dazu überreden lassen, oh, hier hinten brüllen die Mopeds voll geil. Und habe mich dazu überreden lassen, doch noch nach Elsnig zu fahren. Bin jetzt im Stress hierher gefahren, wechsel noch schnell ins Ritzel und dann geht es gleich ins Rennen. Mal sehen, was ich reißen kann. Ich bin körperlich eigentlich ganz gut drauf, Moped. Mal sehen, ist nicht dafür gemacht, Cross zu fahren, aber das wird schon irgendwie fahren, so Rad ist vorne und hinten drin. Und jetzt baue ich den Rotz um und dann nehme ich euch wieder ein bisschen mit. Und heute geht's mal wieder rennen. Ich freue mich übelst drauf. Es wird bestimmt episch. Strecke sieht gut aus, ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Völlig geil. Ich nehme euch mit, viel Spaß beim Zuschauen. Yeah. I went to do a little bit of dreaming on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, the coffee ain't hit, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even happy. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home run, I'm in. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there. Over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose. Was machst du denn schönes? Kleines bisschen Flickschuster nach der Stunde. Hast du jetzt den Finger schön gerade verbrannt, habe ich gesehen? Ja, natürlich wieder. Du hast selber nicht dran gedacht. Was ist dir geworden? Welcher Platz oder was kaputt ist? Ja, weißt du? Ach, keine Ahnung. Ja, was kaputt ist, ist nicht die Frage, eigentlich alles immer, oder? Naja, es geht eigentlich. Benzin ist locker geworden, das Schutzblech vorne ist weggeflogen, das Schutzblech hinten ist weggeflogen, aber das ist ja nichts, was wir brauchen. Ja, das ist aber auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ne, wegen Gewicht, das weißt du. Das stimmt, da bin ich beim zweiten Lauf eigentlich, sag ich mal, ein paar Millisekunden schneller. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir bockt die Strecke wie Sau, also ich finde es richtig geil. Was denkst du, nicht? Schlecht ist er nicht, ja, aber ich habe deutlich gemerkt, mir liegt der Motocross-Teil auf der rechten Seite deutlich besser als der Enduro-Teil. Ja, das geht mir ähnlich. Mir machen die Bäume so viel Angst. Ja, und vor allem diese eine Stelle, wo diese zwei Wurzeln schräg kommen, ne? Oh und ja. Du machst an der ersten weg, machst an der zweiten weg. Du musst einfach rechts fahren und geht's. Genau, das habe ich auch gemerkt. Da ist mir schön mal das Hinterrad weggegangen. Aber die schlimmste Stelle von der ganzen Strecke ist die zweite Senke runter, wo unten die richtig und dann die Delle. Und dann der abgesetzte auf. Also da habe ich die Kupplung, Lamellen natürlich von Langtuning. Langtuning. Warte, Glitzer 5. Die Glitzer 5, die gibt es dann erst dann, wenn ich den Deckel runter mache und gucke die Lamellen. Also ich habe ja zwei, drei Stellen von der Runde auch die Kupplung immer in der Hand. Volles Rohr und aus dieser Sandkurve unten raus und so. Also der, mit dem Motor möchte ich nicht tauschen, weil der ist sehr am Jaul. Der kriegt richtig vor die Fresse bei mir auch. Aber ja, das ist wirklich die schlimmste Stelle, die habe ich nicht einmal sauber hingekriegt. Aber sonst mit der Springe, da kann man gut kann drüber, arbeiten, ne? Gut drüber gehen. Ja. Ich habe richtig vergessen, wie geil das ist. Mir hat das übelst gebockt gerade. Wir haben noch mal eine Stunde, das finde ich mal richtig cool. Ich muss noch mal sagen, vielen Dank an unseren erkrankten Mitarbeiter, der eigentlich mitfahren wollte. Simon, es tut mir schrecklich leid, dass ich jetzt für dich fahren muss. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und kann auch nur sagen, nächstes Jahr muss ich das wahrscheinlich wieder machen. Hat mir richtig getaugt. So, jetzt schauen wir mal zum Start vom zweiten Rennen von der 60er-Klasse. Was heißt das Tuning, heißt es hier, ne? Aber ich würde sagen, erstmal Mittagspause. Ach, wie lange sind die?
eine Stunde. Ach ne, da geht's doch. Können wir erstmal gediegen Ressourcen erfüllen. Genau, dann essen wir jetzt erstmal was und dann tun wir einen Startfilm. Jawohl. Ich hätte überhaupt keinen Zeitplan, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wo ich heute hergekommen bin. Den haben wir mit da. Ja, da kannst drauf. Du dann mal ein Auge drauf haben. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Erholungsphase, ein bisschen Wellness. Und dann gucken wir mal. Ja, eine Masseuse. Hast du da eine Sauna mit einem Saunahänger oder sowas? Nee, aber ich denke, hier unter meinem Protektor ist ein bisschen Sauna. Also. Ich habe mich gerade schon abgekühlt. Haben wir hier einen Teddy, bekannt aus Film und Fernsehen, Langtuning TV, lässt grüßen. Also, ich habe gerade schon mal gesagt, ich finde es total geil. Ich habe richtig Bock, mal wieder das zu machen. Und wie findest du es? Ja, ja, mir gefällt es auch sehr gut. Ich kenne es ja schon, ich war ja schon öfters hier. Mein Glückwunsch. Ich komm nicht immer dazu. Ich fand es richtig mega. Und wir haben jetzt noch mal eine Stunde. Und ich freue mich richtig auf den Wald. Jetzt ist er noch trockener. Jetzt können wir noch mal draufhalten. Es war richtig schön Grip vorne am Ende. Und man konnte an manchen Stellen so richtig schön an Anliegern anknallen und so. Fand ich total cool. Ja, wenn man es kann man es machen. Ja, ja, musst du einfach machen. Jetzt mal überschlagen, dann weißt du, was du falsch gemacht hast. Genau. Wir sind hier zu Besuch bei FP-Tuning. Der Fabian Hanf. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, muss ich sagen. Und vorhin lese ich in der Starterliste, dass du vor mir warst, finde ich eine Frechheit, mal als allererstes. Und habe mich gefragt, wo du stehst, aber genau auf der anderen Seite. Und was hast du? Sehr geil, sehr geiler Boden. Ja. Jetzt ist der Boden richtig werks. Wir sind im Wald, sind ein paar tiefe Rillen. Ich kann leider keine GoPro-Aufnahme machen, weil ich habe keine mit. Aber ich finde die Strecke mega. Man kann sich auch schön die Knochen verdrehen im Wald und mal schön an Baum irgendwo ranlaufen. Aber und sonst, wie laufen die Geschäfte? Passt, du machst nach wie vor dein Zeug. Genau. Deine Seite gibt's noch? Meine Seite gibt's noch. Na, dann machen wir ein bisschen Marketing hier. Ja, ja. Wo geht man hin, wenn man dir was kaufen möchte? Auf www.fptuning.de. Was machst du klassisch? Barbie-Puppen, Auspuffanlagen, Fahrwerke, alles Mögliche, was der Markt so hergibt. Ja. Der Fabian macht alles Mögliche an Spezialteilen der Simson und auch Kostzubehör und so, richtig geil. Also wenn ihr mal was Cooles sucht, was so ein bisschen außergewöhnlich ist, ist er euer Ansprechpartner. In diesem Sinne, ich mach weiter. Vielen Dank und viel Spaß noch. Nachher mach ich dich platt, mein Freund. Dass du Bescheid liest. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen, in welchem Moment du gefragt. Das höre ich gerne. Er hat mich überhaupt nicht gesehen. Okay, super. Danke. Nachher wirst du mich sehen. Ja, spätestens, wenn ich irgendwo am Rand liege. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? Ich muss mich erstmal sammeln, um euch alles zu erzählen. Also erstmal, zweite Rennen, total geil. Start war erstmal gut. Trotz, dass ich im ersten Rennen am Ende so gut zu Ende gefahren bin und am Ende immer schneller geworden bin, war ich am Anfang vom Rennen ein bisschen Also ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ich habe mich nämlich übelst befüllt, weil ich gedacht habe, ich bin leer. Das war noch gar nicht der Fall.
dann habe ich, ich denke, einige Fehler gemacht. Erstens ist mein Benzinhahn abgebrochen. Ja, und da steht so auf halb offen. Das ist eine große Scheiße, weil das Moped hat auf einmal irgendwann angefangen, übelst abzumagern. Also wahrscheinlich habe ich dagegen getreten oder was. Und habe dann immer gedacht, was ist denn jetzt, warum dreht es denn so blöde hoch? Hat es im ersten Rennen schon mal gemacht. Da war es aber alles in Ordnung. Jetzt ist es kacke gewesen und jetzt kommt das Problem. Irgendwann macht es ein übelstes Ringeln- und Rasselgeräusch. Es scherbelte, dann knistert es. Als hätte jemand ein paar Steinchen aufgefüllt. Und dann hatte das Moped ungefähr, ich will es nicht messen, ich werde dann den Zylinder noch runterziehen, vielleicht mache ich es euch ins Video noch mit rein, aber es hatte so viel Leistung wie ein originales Moped. Ich denke mal, das Ding ist so richtig kaputt gegangen davon. Also das Ganze überdrehe und dann noch das brutale Abgemagern, das war, naja, das war nicht so die schönste Kurve, mein Motor. Alter, bist du ein Riesenvieh. Kennt ihr den Typ hier? Wie bin ich denn gefahren? Wie war denn die Performance? Ja. Also dafür, dass du so eine lange Beine auf so einem kleinen Gerät... Das geht ein bisschen komisch. Sieht man das, dass ich wieder groß bin? Im Video sieht man das kaum, aber auf dem Teil ist das schon extrem. Also es ist völlig, also ich habe mich übelst gewundert, dass ich dann später sogar mit Stehen halbwegs hingekommen bin, aber es ist einfach viel zu klein. Und dennoch so eine enge Strecke da im Wald. Aber es ging eigentlich. Du kamst gut klar. Es ging, aber irgendwann hat es keine Leistung mehr gehabt. Ich habe einen Benzinhorn abgetreten und es hat auf einmal abgemagert, wahrscheinlich läuft kein Sprit mehr durch. Ja. Und habe es dann zerspielt. Ja, bei mir lief heute tatsächlich mal gut. Ich habe die ganze Saison nur Probleme gehabt, aber heute lief das Ding mal durch. Sehr gut. Naja, nützt nichts. Kaputt gespielt. Ich werde das jetzt auseinandertüdeln und werden mal reingucken, wie es da drin aussieht. Bestimmt wie Hackepeter, weil es hat richtig böse geklingelt. Also es ist lange erst scheiße, dann hat es richtig gerauscht. Also ich denke mal, da werde ich Krümel rausholen. Da sind die Zuschauer bestimmt gespannt, was da mit Sicherheit passiert ist. Mit Sicherheit. Ich werde eine 10-folgige Videoreihe draus machen. In diesem Sinne, sportfrei, schaltet auch wieder ein, schaut auf seinen Kanal, Mixlines. Macht's gut. Und genau, bis zum nächsten Mal.